So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dragon Age Inquisition. Haben die neue Mission gleich ausgewählt hier. Gehen wir mal hin. Nämlich jetzt dürfen wir reiten, jetzt kriegen wir unser Reittier, was eigentlich in diesem Spiel ziemlich unnötig ist. Aber trotzdem, Mission ist Mission und wir machen alles hier. Ja, Hardlost, ich mache diese Mission. Nur für dich. Wartet mal. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Sehr nett, danke. So, der Vater ist da oben drinnen. Und da gibt es auch ein Fragezeichen. Oh, 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 ein Fragezeichen. Ich stehe auf Rufzeichen und Fragezeichen. So, das ist hier drinnen. Okay, Werkzeuge, okay. Das halten wir uns im Hinterkopf. Falls ich es vergesse, könnt ihr es mir immer wieder schreiben. So, mit ihm müssen wir reden. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich habe gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet ein Maultierreiter von der Charta sein würde. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imen 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser an ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gern. Was? Etwa weil ich euch einen Maultierreiter genannt habe? Beim Erbauer. Jedes Tier, das einen Wagen voller Lyrium durch die Berge ziehen kann, ohne dabei verrückt zu werden, ist verdammt beeindruckend. Meine Frau Elena leitet die Höfe. Und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger ferelischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Okay, das war ein Kompliment, was er uns gemacht hat. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir hin zum Rufzeichen. Jetzt gehen wir reiten. Sehr gut. Ich glaube, das haben sie auch gepatcht, dass man höher springen kann. So. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Jo. Von welcher Art Rennen sprecht ihr? Ich stecke dort drüben mit Pfählen eine Strecke ab. Sie ist zu schmal, um gegeneinander zu reiten. Also nehme ich mit einer Sanduhr die Zeit. Ihr versucht, die Strecke zu meistern, bevor die Zeit um ist. Ich wage einen Versuch. Ich denke, ich versuche mich mal an einer eurer Strecken. Wundervoll. Dann holt euer Pferd, während ich sie abstecke. Wenn ihr die Zeit schafft, trenne ich mich von einem Teil des Kleidergeldes, das ich von Vater habe. Betrachtet es als Spende an die Inquisition. Okay. So. Steig auf das Pferd. Also das ist jetzt unser Pferd. Ja, ich weiß es. So, da vorne beginnt's. In Linz beginnt's. Bei uns beginnt's hier. So. Einfach durchlaufen hier. Und jeder hasst es. Viele Let's Player haben das nicht gemacht. Ich kann's verstehen. Es ist natürlich, ja, ziemlich unnötig. Immer auf dem Weg bleiben und einfach durch diese zwei Dinger da reiten. Fehler. Und das war die erste Runde. Jetzt gehen wir wieder hin zu ihr. So, stellen wir dich hin. Absteigen. So. Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Jupp. Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. So, 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 so. Rauf hier. Und los geht's.
Und einfach wieder da durch. Bisschen unübersichtlich. Ich halte mich hier an diese Flammen hier. Und man kann nur 3 Strecken reiten, Hardlost, ja? Falls dich das interessiert. Dadurch, Entschuldigung. Es gibt 3 Rennen, die man hier absolvieren kann. Und diese 3 Rennen mache ich jetzt auch. Woher ich das weiß? Ich habe einen zweiten Charakter, einen Elben. Und mit dem habe ich das auch schon gemacht. So, hier durch. Und es waren nur 3 Strecken, die sie gesteckt hat, so wie sie selber sagt. Gut, hier durch und wir sind wieder fertig. Perfekt. Und wieder runter. Komm her. Steckt die nächste Strecke. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. Sehr nett. So. Bei der Formel 1 geht es ein bisschen schneller hierzu. Aber was wir haben an Quests, das haben wir. Das sage ich eh immer wieder. Was wir haben, das haben wir. Hier durch. Ist eigentlich die gleiche Strecke, nur ich glaube andersherum. Und ich glaube ein bisschen länger. Hier durch. Dann wieder runter hier. Ist genau die gleiche Strecke, nur andersherum. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Komm, gib Gas. Da gibt es so viele Quests hier, unglaublich. Hier durch. Immer weiter. Lalalala. Hier runter. Da wartet das nächste. Und wir sind wieder fertig. Also gleich. Hehehe. Okay, hier runter. Hier rauf. Durch. Sehr gut. Nur noch 2. Und wir sind fertig. So, wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, wenn man auf dem Pferd sitzt, sind die Kollegen nicht da. Vielleicht steckt das hier einen in die Hosentasche, ich habe keine Ahnung. Jetzt steige ich ab. Und, oh, da sind sie ja alle wieder. Wir haben jede einzelne meiner Strecken gemeistert. Ihr wisst wirklich, wie man reitet. Quest abgeschlossen, okay. Ihr wisst wirklich, wie man reitet. So, dann haben wir mal... Ich glaube, ja, wurscht. So, Probleme mit Wölfen. Das können wir auch machen. Also wir holen uns einmal hier die Quest. Die ist auch gleich hier. Alles, was jetzt hier ist, das holen wir uns. Hüpf drüber, geht ja. So, hier draußen sollte irgendwo wer sein, im Garten arbeiten. Ja, hier. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen.
Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Den wünsche ich dir auch. So, wir müssen uns hier um Wölfe kümmern. Die sind hier ausgerastet vollkommen. Hol uns hier noch schnell die nächste Quest. Ich glaube, die ist hier drinnen. Jupp, da hinten. Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Lebt wohl. So, Wachtürme müssen wir errichten. Auch kein Problem, auch kein Ding. Okay, dann gehen wir noch darauf. Schutz der Felder. Gekennzeichnete Wachtürme. Okay, das ist jetzt das. Dann gehen wir zuerst zu dem. Quests am Nehmen bis zum Geht nicht mehr. Alles, was ich so finde, das holen wir uns. Ba, 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 ba. Rübergehöpft. Oh. Ja. Alles mit der Zeit, gell, Mädchen. So. Irgendwo hier oben, wenn ich mich nicht irre. Okay, hier geht's nicht drauf. Gut, wir müssen uns wieder hier so rechts halten und links schauen. Irgendwo gibt's da wieder einen Weg hinauf. Und oben können wir dann die Quests annehmen. Ist das die Quest? Ah, ich weiß nicht. Kann schon sein. Ja, das ist ziemlich weit weg. Okay. Das haben wir ja auch schon. Okay, gut, dann machen wir was anderes. Nämlich, ich glaube, diese Quest ist dazu da, dass ich... Boah, wie nennt man dieses Kraut? Irgendein Kraut müssen wir darauf bringen. So, hier rauf müssen wir irgendein Kraut bringen. Das habe ich aber selber bei mir auch noch nicht gefunden. So, jetzt gehen wir mal dahin. Wir kennzeichnen dann einmal die ganzen Wachtürme hier. Zack, zack. Zack, zack. Da oben ist er. Man sieht den Strahl schon in der Ferne. Da ist er. Würde ich vorschlagen, wir kennzeichnen noch die ganzen Wachtürme und dann machen wir ein paar Ende. Außer ich komme noch vor irgendetwas Wichtigem vorbei. Perfekt. Das war Nummer 1. Rette die Bestie des Bauers. Okay. So, das ist auch ein Wachturm. Schutz der Felder. Jop. Das ist auch einer. Kann ich da irgendwie hinreisen irgendwo? Mann, okay. Schade nicht. Oder leider nicht. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Mikro. Und wie ihr mich hört. Ich hoffe es. Vergesst die Kommentare nicht, die Daumen nicht. Und ja, im besten Fall halt ein Abo dalassen. Ich freue mich über alles, was ihr mir da hier hinterlässt. So, ich würde vorschlagen, wir gehen rauf. Falls das geht. Nein, das geht hier nicht. Okay. Wahrscheinlich ist hier jetzt der Riss. Ja, genau. Da ist der böse Riss mit Level 12er. Nein. Das bringt sich nichts, dass wir da reinrauchen. Wir müssen irgendwie da raufkommen. Irgendwie darauf. Ist unglaublich, wie das verbaut ist. Ich würde da viel mehr Wege machen, wenn ich so ein Kartenzeichner wäre. Viel mehr Wege auf Hügel rauf oder auf Berge rauf, dass man da einfach, dass da nicht nur einen Weg gibt, sondern dass da gleich so 5-6 Wege gibt. Die Map ist schon schön, dagegen kann man nichts sagen, aber es ist trotzdem extremst verwinkelt. Da hinten ist es. Und sich da zurechtzufinden, das ist schon sehr, sehr schwer. Meine Betrachtung ist das jetzt. So, hier. Zack, zack. Wieder ein Blick auf die Karte. Ich glaube hier. Ja, passt. Zack, zack. Im Stahlquest abgeschlossen. Ah, jetzt erst. Okay, ja. Macht ja nichts, danke. Zack, zack. Zack, 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 zack.
So, irgendwie darauf müssen wir anscheinend. Oder ist das rundum dumm? Das zu lesen, das ist schon schwer. So, wir gehen hier entlang. Wenn ihr auf dem Pferd sitzt, dann seht ihr keine Kräuter, die man einsammeln kann. Oder Eisen oder diesen Dragostein oder alles Mögliche. Man sieht es nicht, wenn man auf dem Pferd sitzt. Das kann ich dann auch noch demonstrieren. Deswegen rate ich euch, geht's lieber zu Fuß. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber man sieht es trotzdem, wie es wächst und was man hier looten kann. Da ist zum Beispiel jetzt sowas. Wie ist das gegangen? Genau, ja, so. So, da ist jetzt das Pferd. Nur zum kurzen Demonstrieren. Und man kann es nicht looten. Das ist das. Man sieht es nicht. Es wird nicht angezeigt. Man kann auch nicht L3 drücken, dass dieser orangene, was weiß ich was, dieser orangene Kreis da so von einem weggeht, dass es angezeigt wird. Ich kann es nochmal demonstrieren. Man steigt jetzt wieder ab. Jetzt drücke ich das und jetzt wird es angezeigt. Jetzt habe ich, ja, jetzt hat er das Pferd anvisiert. Geh runter vom Pferd, bitte. Das ist das, was ich gemeint habe. Aha. Achso, das gehört schon, ja. Okay. Viele wichtige Informationen, die ich hier rausbeutze. Ich habe das Spiel auch lange genug gespielt, damit ich hier wirklich auf viel drauf komme. Und mir auch viel angeschaut von anderen Let's Playern. Das hätte man zum Beispiel jetzt auch nicht gesehen. Unglaublich. Wirklich. Wieso man das in ein Spiel so reinbaut, das verstehe ich nicht. Ist schon klar, wenn man auf einem Pferd sitzt, kann man schwer etwas aufheben, wenn es am Boden ist. Überhaupt, wenn man ein Zwerg ist, so wie wir. Aber trotzdem baue ich das dann nicht ein. So, kann ich da einfach jetzt raufgehen? Auf diesen Baumstamm da? Geht das? Ja, es geht. Nein! Einen Versuch wagen wir noch. Na komm jetzt. Zack. Nein. Okay, gut, vielleicht funktioniert das auch nicht. Und wahrscheinlich ist da drüben gleich der Weg rauf. Na, wie ich es gesagt habe. Unglaublich, wirklich, dieses Spiel. So. Elfenwurzel. Zack. Okay, gut. Es ist zwar keine Fahne da, aber er hat zumindest die Quest angenommen, das ist schon mal gut. So, was machen wir dann als nächstes? Wir suchen uns gleich mal was aus. Ja, genau. Ah, was ist das? Probleme mit Wölfen machen wir, das ist gut. Machen wir noch eine Schnellreise hierhin. Okay. Liegt in dieser Richtung. Und da werden wir uns jetzt auch hinbewegen. Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.